Komm zurück zu The Legend of Zelda, dem Minishcap. Ich hab's ja gesagt, wir erfahren im nächsten Part, wie wir hier rüberkommen. Und ich hab bei meiner ersten Aufnahme, wo ich hier so kläglich gescheitert bin und aus Versehen nicht gespeichert hab, und ich mir gedacht hab, ja, komm, nehmen wir's halt nochmal neu auf. Wird besser sein, vor allem. Ich kann jetzt auch mal ein bisschen Fortschritt machen, bevor es wieder mit dem Failen losgeht. So, bin ich hier kläglich gescheitert und habe die ganze Zeit versucht, diese Krüge daran zu werfen. Bis ich mal drauf gekommen bin, dass man Bomben werfen kann. Das ist eine Sache, die habe ich nicht gelernt in diesem Spiel, Bomben zu werfen. In jedem Spiel gibt's Tutorials. In jedem Spiel gibt's Tutorials. Und hier hat man uns nicht gesagt, dass wir Bomben werfen können. Natürlich wusste ich, dass man Bomben werfen kann, aber denk da mal dran. So. Ja, ich habe mit allem gerechnet, nur nicht, dass ich da Bomben gegenwerfen kann. So, oh, der Raum, das Schieberätsel ist einfach. So und so. Und so. Ein Glücksfragment. Ein Fragment des Glücks. Ist hier nicht noch irgendwo eine Feenquelle? So. Alles klar. Vielleicht kriege ich aber auch noch ein paar Herzen. Dafür muss ich zwar riskieren, Herzen zu verlieren. Aua! Aber das Risiko gehe ich gerne ein. Aua! Piss dich! Na, Geld, okay. Und nichts. Alles klar. Aua! Ach komm, leck mich. So, Meltas Mine! Yeah! Oh. Eisenerz, ich grab nach dir, Eisenerz, ich find dich hier. Oh yeah! Eisenerz, ich grab ganz flott, Eisenerz, geh nur nicht fort. Jetzt könntest du voll krass kranken Rap draus machen. Das ist die Mine von Melta und seinen 7 Schülern. Bist du hier, um dein Schwert reparieren zu lassen? Unser Chef ist unten. Joa, hier ist nisch. So, ich will halt einfach nochmal alles erkunden und alles zeigen, weil ich das genauso machen will wie beim ersten Versuch. Da ist auch nisch. Wenn ihr den Raum sehen wollt, drückt das Video auf Pause. So, was hast du? Eisenerz? Ach, Eisenerz. Das ist es, da ist es, das herrliche Eisenerz. Oh ja. Das erinnert mich irgendwie an die Schmiede von A Link to the Past. Ich weiß auch nicht. Nur spiegelverkehrt. So. Wenn du hier hinausgehst, gelangst du zu einer Mine, die von Menschen geschaffen wurde. Aber ohne Erlaubnis vom Chef kann ich dich hier nicht durchlassen. Jojo, ist okay. Ich brauche keine Erlaubnis. Okay, hier ist er. Aber erst will ich... Hier, Eisenerz. Oh, Eisenerz. Unter den Minisch. Der dritte Schmied. Schmiede Schwerter zu diesem Lied. Wie der Chef. Ist kein Scherz. Eisenerz, oh, Eisenerz. Unter den Minisch. Der zweite Schmied. Schmiede Schwerter zu diesem Lied. Wie der Chef. Ist kein Scherz. Aha. So, grüne Kleidung, komische Mütze. Grüne Kleidung? Weiße Fee? Mein Herr, sind Sie vielleicht eine Waldfee? Du liebe Güte, ich heiße Tingel. Oh, mir geht gerade dieser komplette... Mir geht gerade echt dieser komplette Dialog aus Majora's Mask durch den Kopf, ne? Aber eins zu eins geht der mir gerade durch den Kopf. Grüne Kleidung, komische Mütze? Du musst Link sein. Hab's vom Ältesten im Wald gehört. Ich heiße Melta. Ich bin der Chef. Es gilt, das heilige Schwert zu schmieden. Um die Prinzessin von dem Fluch zu befreien, nicht wahr? Das Schwert, der Minisch, ne? Das kann die Kraft der Elemente aufnehmen. Wisst ihr das? Gib mir das zerbrochene Schwert, der Minisch. Ich helfe der Prinzessin gerne. Ich werde das Schwert dann erneuern, ne? Damit es zum heiligen Schwert werden kann. Es wird eine Weile dauern, bis es fertig ist. Geh inzwischen das Element suchen. Das rote da. Hier in der Nähe befindet sich eine Mine. Sie wurde vor langer Zeit von den Menschen geschaffen, ne? Gut, dann wollen wir mal mit der Arbeit anfangen. Gut, Link. Die schaffen das auch ohne uns. So. Gut. Mein Jung. So, wir können jetzt zur Mine. Ich feier das! So. Und dann machen wir in der Mine mal ein bisschen Beef, würde ich sagen, ne?
So, und hier unten ist das, wo ich gesagt habe, da können wir noch nicht hin. Träger der Macht des Windes. Du kannst es nur sehen mit den Augen eines Kindes. Hier war doch irgendwo noch eine Feenquelle. Ich habe keine Lust, den ganzen Weg nochmal nach unten zu gehen. War hier nicht irgendwo eine Feenquelle? Höhle der Flamme. Uiuiui, hier ist es noch heißer als... ja, hier ist es noch heißer als in den Tiefen der Hölle. Aber hier sind noch Herzen. Und wenn wir gut aufpassen, dann sterben wir auch nicht. So. Hier geradeaus ging es, glaube ich, nicht weiter. Da war ein... Ne? Sack. Da war ein Sackgasse. Ein Sackgasse war da. Das war fies. So. Also den Tempel kenne ich schon. Muss ich zu meiner Schande sagen. Ich hätte hier Bomben sparen können. Mache ich jetzt allerdings nicht. Wir haben ja 30, also von daher. So. Zack. Zack. Komm nach oben. Die müssen wir auf den Rücken legen. Ja, 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 ja. Das sind die blauen Stachipanzer aus Mario Kart. Kommt sogar hin. Ganz ehrlich, guckt sie euch an. Oder ihr habt sie euch wahrscheinlich angeguckt. Hoffe ich doch mal. Kompass erhalten. Wir haben den Kompass erhalten. Panzer, ich begrüße sie. Aber eine Sache... Oh, nö. Stimmt, da war ja was. Stimmt, da war ja was. Da habe ich nie mehr dran gedacht. Da habe ich mich verarschen lassen. So, Freunde. Also eine Sache kann ich euch sagen, dass an das Herzzelt bin ich nicht rangekommen. Da wusste ich nicht, wie ich rankommen soll. So, hier längs. Ja, eine Lore. Ja, ich drück den Text jetzt einfach mal weg. Und... Was war das denn? Das da eben. Kind, was guckst du so zufrieden? Menschenfahrzeuge sind einfach nichts für mich. Da laufe ich lieber selbst. So, da oben ist nämlich ein Herzteil. Und ich weiß nicht, wie ich daran kommen soll. Noch nicht. Aber das werde ich wohl noch rausfinden. Das werde ich wohl noch rauskriegen. Hey, pass mal auf, du Mützenklon. So. Alles klar. Zack. Bomben war hier mal uff. Gehen hier rein. Hier müssen wir alle Gegner besiegen. So. Ich klatsche ich beide. So. Ja, hier ist ein Portal. So. Jetzt sind wir erstmal wieder clean. Kleine Stüppis. Hier müssen wir vorsichtig sein. Erstmal will ich nach da. Weil hier ist es ja. Hier ist das Herzteil. So. Gehen wir erstmal hier unten raus. Was können wir als Minisch hier jetzt machen? Ach, da ist ein Portal! Ja, denn? Ja, komm, wir gehen jetzt erstmal in das Portal rein. Aber vorsichtig. So. Hier sollten wir nicht runterfallen. Und hier ist ein Glücksfragment. Ui, oha, das sieht heiß aus. Wenn wir da reinfallen, ist es vorbei. Ja, würde ich auch sagen. So. Jetzt will ich aber erstmal was gucken. Ach, hier ist ja noch eine Kiste. Haha, hier ist die Karte drin. So. Ne, hier kommen wir ja nicht zurück. Das heißt,
bevor ich da unten jetzt was mache. Nein! Nein! Scheiße! Okay. Ich hätte ja auch vorher wegziehen können, das wäre vielleicht ein bisschen sicherer gewesen. So. Aua. Eine Welt, in der wir mit einem Schwert Feuer ausschlagen können. Ist das nicht toll? Oh, das ist der Scheißraum, ne? So, und die Viecher hier, die können wir einfach werfen. Beziehungsweise auch schieben, aber bloß nicht ins Wasser rein eigentlich. So. Zack. An die Kiste will ich ran. Oh. Und der war gut, der war einfach nur gut getroffen. So. Ach. Klar, natürlich. Ja. Eben habe ich überlegen müssen, wie das Ganze funktioniert. Aber dies sollte in rechter Annahme sein, dass ich hier rüber fliegen muss. So. Die Kiste muss in das Loch. Die Kiste muss in das Loch. Das Internet ist für uns alle Neuland. So, einen kleinen Schlüssel haben wir erhalten. Ich würde ja eigentlich schon gern hier raus, ne? Aber das ist uns nicht ver... Ich sag nichts mehr. Ich habe nie was gesagt. Ich wollte auch nie was sagen. So, wir haben... Was haben wir gekriegt jetzt? Den Schlüssel und die Karte. Erstmal will ich hier noch mal rein. So. Dann möchte ich schauen, ob ich eventuell hier oben raus kann. Ja, da komme ich aber nicht durch. Als Minich. Da komme ich ja als Minich nicht durch. So, hier komme ich durch. Da ist das Herzteil. Aber an das komme ich ja nicht ran. Und da oben, ich kann keine Bomben legen als Minich. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ich komme ja auch nicht über die Schienen drüber. Ich komme ja auch nicht über die Schienen drüber. So. Es ist schon gut überlegt, dass du dann nicht überall als Minich hinkommst. Das ist echt schon gut überlegt. Aber das machen wir jetzt anders. Ich laufe jetzt hier den Weg zurück, Leute. Ich laufe jetzt hier den Weg zurück. Das Herzteil, das macht mir noch Kopfschmerzen. Ah, Moment, das muss ich doch eigentlich einfach nur oben aufbomben. Von der anderen Seite. Anders macht es ja keinen Sinn. Anders wird es ja keinen Sinn machen. So. Was wir mit dem Schlüssel machen müssen, wissen wir ja mittlerweile. Schlüsseln. Ja, gib mir mal ein paar Herzen, bitte. Gib mir doch Herzen! Du Kackstelze! So. Alles klar, Herr Kommissar. So. Und wieder zurück. Geh weg. Und wieder rein. Schade. Schade, schade. Können wir hier durch? Nope. War ein Versuch wert. War ein Versuch wert. Boing. So, ouchen. Hier müssen wir erstmal rüber. Oh, ich bin so blind. Ey, warum? Wie kann man das nicht sehen? Als ich das beim ersten Mal aufgenommen habe. Wie kann man das nicht sehen? Oh, ey, ganz ehrlich. Wie kann man das nicht sehen?
So. Boah, ey, Leute, ich zweifle an meinem Verstand. So langsam mal. So, ich muss hier runter und hier wartet, glaube ich, ein Bossfight auf mich. So. Autsch. Okay. Hört doch mal auf, in mich reinzuspringen. So. So habe ich es eigentlich noch nie probiert mit der Wirbelattacke. Es scheint aber am besten zu funktionieren. Jetzt bekommen wir, glaube ich, den Umdrehstab, den Wirbelstab. Ja! So, den wählen wir auch gleich aus. Jetzt können wir ein bisschen wirbeln. Und wir brauchen einen Schlüssel, den wir nicht haben. Jetzt können wir zum Beispiel hier, das hier umdrehen. So. Oder sowas können wir hier jetzt machen. Yay! Alles klar, wir haben hier ein kleines Portal geschaffen. So, hier kriegen wir wahrscheinlich den Schlüssel. Was heißt wahrscheinlich? Ich weiß, dass wir hier den Schlüssel kriegen. So. Hier können wir nicht rüber, das heißt, ich fahre zurück. Aber jetzt können wir hier oben raus, also von daher. Alles halb so wild. Alles halb so wild. So. Ja. Komm. Ich will mal wieder die Animation sehen. Einfach nur, weil sie cool aussieht. Och. Ups. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Okay. Alles klar. Das hat ein bisschen Konzentration gefordert. Oh, die Dinger hier sind fies. Jetzt als Mini noch nicht. Aber gleich. Als Menschenkind. Ja, sieh mal da. Ein Menschenkind. Sag ich doch. Das war dämlich, was ich gemacht habe. Ich hätte nach unten gemüsst. So. Den Weg nehmen wir jetzt noch. Und dann geht's mal auf den Rückweg, ne? Nein, 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 nein. Shit. Okay. So. Alles klar. Einmal. Und zweimal. Du rollst dich wieder zusammen, du Scheißvieh. Zweimal und dreimal. Und komm her. Viermal. Oder auch nicht. Viermal. Oder auch nicht. Du bleibst liegen. So. Ich weiß nicht, ob wir den theoretisch auch hier in ein Loch reinziehen können, aber ich will das so machen, wie es gedacht ist. Weil ich mir halt nicht sicher bin. So. Ich sehe gerade, wir sind schon bei 19 Minuten. Das heißt, hier, sobald ich mir die Kiste hier geholt habe, hier beende ich den Part und ich sage tschö, ciao, ciao, euer Mr. Nightfox.